Feine Sache das, buddeln, zu graben und zu schauen, was für Spuren die Jahrhunderte hinterlassen haben. Wenn man in die Tiefe geht, dann findet man meistens auch was. Und das kann ich natürlich auch mit meinem Leben machen, bisschen zu buddeln. Auch da gibt es Spuren, die die Vergangenheit in meiner Seele hinterlassen hat. Aber will ich das? Was könnte ich da finden? Will ich in die Tiefe gehen? Hier in der Lorenzkirche ist klar, was wir finden. Leichen, Knochen. Denn hier war früher mal ein Friedhof. Aber hat jemand Lust darauf, die Leichen in seinem Keller zu finden? Die ollen Spuren, die die Vergangenheit auf seiner Seele hinterlassen hat? Ich glaube, bei den meisten von uns ist die Tendenz, lieber nicht so tief zu graben. Lieber nicht so in die Tiefe zu schauen. Was könnte da nicht alles zum Vorschein kommen? Ach nee. Und es stimmt natürlich. Es kann unangenehm werden, in die Tiefe zu gehen. Das kann ganz schön Energie kosten. Und es braucht manchmal auch Mut. Und es kann natürlich auch wehtun, mit alten Wunden konfrontiert zu werden. Andererseits wissen Menschen schon immer, also das ist zumindest die Weisheit in den meisten Kulturen, dass es uns stark macht, wenn man sich und seine Tiefen ein wenig kennt. Dass das Leben dann vielleicht sogar mehr Spaß macht. Einfaches Beispiel. Kennen Sie Ihre tiefsten Sehnsüchte? Wenn man so ein wenig gräbt und überlegt, warum entscheide ich mich eigentlich immer so tendenziell für die Richtung und nicht die andere? Warum gefallen mir solche Filme immer besser als solche Filme? Oder warum neige ich immer eher hier als dahin? Wenn man da mal zu analysieren beginnt, entdeckt man wahrscheinlich Lebensthemen, stößt vielleicht auf alte Verletzungen oder begegnet ganz grundsätzlichen Sehnsüchten. Und das ist gut. Vielleicht denke ich ja, oh Gott, das ist ganz furchtbar von mir, ganz unheilig, verwerflich. Böse oder so. Aber das ist Quatsch. Alles, was wir über uns herausfinden, und sei es noch so ungut, führt letztlich dazu, dass wir sehen, wie einzigartig und wunderbar wir geschaffen sind. Gott kennt uns sowieso und unsere dunklen Seiten, die werden keinen Bestand haben. Und sie helfen uns, uns viel besser zu verstehen, heute. Wonach wir uns in der Tiefe sehnen, selbst die schrägsten Sehnsüchte, das ist letztlich ein Sehnen nach Glück, nach Gott, nach Lebenslust. Unsere Leichen im Keller, die helfen uns, wie den Archäologen hier, Rückschlüsse zu ziehen. Rückschlüsse auf unser von Gott ursprünglich perfekt geplantes Individuum. Und das macht uns erwachsen. Und das kann uns aufbauen.
Methoden, in die Tiefe zu gehen, gibt es viele. Große Schaufeln und kleine Pinselchen. Da ist die professionelle Hilfe von Seelsorge und Therapie, aber es gibt auch die ganz kleinen Rituale. Manche Leute machen es sich zur Gewohnheit, den Tag abends nochmal Revue passieren zu lassen. Da kann man dann einiges entdecken, was sonst im Eifer des Gefechts unbemerkt geblieben wäre. Manche versuchen auch, jedes Jahr ein paar Schweigetage einzulegen, ganz egal. Welche Art des Buddelns auch immer zu Ihnen passt, es ist gute Seelenhygiene, immer mal wieder unerschrocken in die Tiefe zu gehen, ein bisschen zu graben, das ein oder andere Gedankenfundstück abzustauben. Ich weiß nicht, was Sie da finden werden, aber ich garantiere, da ist nichts, was Gott nicht kennt und gerne mit Ihnen zusammen für Sie zu etwas Gutem wird werden lassen. Lassen Sie uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Viel Spaß beim Buddeln. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.